So, liebe Zuschauer, das war Willingen. Und immer der, der das Mikrofon in der Hand hat, der stellt die Fragen. Das heißt, die Antworten sind meistens länger. Gerd, also du antwortest. Irgendwas ich werde mich bemühen, so kurz zu antworten, dass dein Redeanteil genauso groß ist wie meiner. Ja gut, ich werde das, Moment, ich muss auf die Uhr drücken. Ja. Also, gibt es aus deiner Sicht, oder wie läuft das Fazit, wie sieht es aus? Also das Fazit kann eigentlich nur sein, dass wir wirklich super Sport gesehen haben heute. Also die Dichte, du hast ja in Interviews eben auch schon gefragt und die Antworten gekriegt. Also wir haben einen überragenden Anders Bardal, wir haben einen Daiki Ito, wir haben in Tschechien den Roman Kudelka, wir haben mit Severin Freund und dem Richie Freitag zwei aus Deutschland, wir haben den Kamil Stoch aus Polen, wir haben mit Gregor Schlierenzauer, okay, der ist heute mal nicht so gut gesprungen, kann auch ihm passieren, aber mit Thomas Morgenstern, die Österreicher, Martin Koch. Also wir haben so eine Dichte, es kann man eigentlich gar nicht mehr voraussagen, wer in Klingenthal auf dem ersten, zweiten und dritten Platz ist, wenn die Verhältnisse mitspielen, und das ist eine tolle Situation für unseren Sport. Ich erlaube mir auch, Andreas Kofler noch zu nennen, vielleicht sogar Takeuchi aus Japan, der hinzukommt. Also eins ist Fakt, Klingenthal, und das ist das Schöne, man kann kaum noch Prognosen stellen, sondern man muss 10, 12 Leute in den weitesten Kreis nehmen. Das macht die Sache so interessant und deshalb freuen wir uns auch schon auf Klingenthal. Und was können wir denn erwarten hier? 6.000, 7.000, 8.000, womit wäre der Marketingchef denn zufrieden? Wir haben ja Erfahrungswerte von den letzten Jahren. Also wir hoffen mit den Leistungen jetzt, das war Werbung pur, mit den Leistungen vom Richie und vom Severin, dass es nicht schneit, dass viele möglich anreisen können, die Hotels sind ausgebucht, sind Ferien und ich sag mal so 12.000 Zuschauer plus X. Das wäre eine super Kulisse und da würden die Springer auch richtig viel Spaß haben. Und das plus ist, X ist das Deputat für den Gerd. Aber das werten wir jetzt nicht weiter aus. Also bis Dienstag 18 Uhr live bei Eurosport, die Qualifikation. Wir sind dabei.